Tagesordnungspunkt ist der Kollege Kai Wittacker, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kollegen, wenn ich mir die Debattenbeiträge der Opposition heute so anhöre, dann ist es eine Fortführung des Medienspektakels der letzten Wochen. Was wurden wir als Regierungskoalition nicht alles geheißen, kritisiert als kaltherzige, unsoziale Politiker? Sie versuchten, den Eindruck zu erwecken, wir würden mit diesem Hartz-IV-Änderungsgesetz die Betroffenen unterjochen und bestrafen. Sie versuchen mit Ihrer Fundamentalkritik, Frau Kipping, das System zu diskreditieren. Und damit, finde ich, bedienen Sie eine plumpe Haltung. Die Haltung, die da oben machen nichts für uns da unten. Und wissen Sie, da finde ich, sind Sie kein Deut besser als die AfD. Mit so einer Debattenkultur vergiften Sie die Diskussion in Deutschland. Und deshalb möchte ich noch mal eins richtigstellen. Hartz IV ist kein System, um Menschen zu gängeln. Hartz IV ist auch kein System, um Menschen mit sinnlosen Beschäftigungen zu traktieren, sondern Hartz IV ist ein System, um Menschen vor Armut zu schützen, indem wir ihnen Leistungen bezahlen und vor allem, indem wir sie in Arbeit vermitteln. Darum geht es bei diesem Änderungsgesetz. Und das sehen wir nicht nur, da sind wir nicht nur alleine, sondern das sehen auch andere so. Ich möchte aus der Anhörung zitieren den Deutschen Landkreistag. Der hat gesagt, vor dem Hintergrund unterstützten wir den Gesetzentwurf nach Kräften. Wir waren auch Beteiligte in der AG Rechtsvereinfachung vor 2 Jahren und begrüßen sehr, dass viele Vorschläge der AG hier Umsetzung erfahren. Und auch die Bundesagentur für Arbeit begrüßte die Pläne zur Rechtsvereinfachung. Sie habe von Anfang an unterstützt, Zitat, auch um mit den vorhandenen Personalkapazitäten mehr Mitarbeiter für Beratung und Vermittlung zur Verfügung zu haben. Wir versuchen mit diesem Gesetz, Menschen in Arbeit zu bekommen. Und das ist wie bei einem Marathonlauf. Es braucht viel Training, es braucht Unterstützung am Wegesrand und es braucht Verpflegungsstationen unterwegs, damit die Menschen ins Ziel kommen. Und dieses Gesetz optimiert das Training, indem wir zum Beispiel die sozialpädagogische Begleitung stärken. Sie helfen den Arbeitslosen, ihre individuellen Probleme zu lösen. Wir sorgen für mehr Unterstützung am Wegesrand, indem wir die Ausbildungsförderung verbessern. Unser Grundsatz lautet da, wer an der Werkbank schuftet, muss mehr haben als derjenige, der auf der Parkbank sitzen bleibt. Und wir bauen einige neue Verpflegungsstationen auf. Kollege Zimmer hat schon die Verbesserungen bei den Arbeitsgelegenheiten genannt. Ich möchte auch noch mal ganz klar ansprechen, die Öffnung der Integrationsbetriebe für schwerbehinderte Langzeitarbeitslose. Mit Integrationsbetrieben haben wir in Deutschland gute Erfahrungen gemacht, Menschen mit besonderem Handicap am ersten Arbeitsmarkt einen sinnvollen Job zu geben. Und das können wir jetzt eben auch für die schwerbehinderten Langzeitarbeitslosen. Darauf bin ich sehr stolz. Mit diesen Verpflegungsstationen, meine Damen und Herren, bin ich mir sicher, dass wir den Menschen es ermöglichen, diesen Marathonlauf bis zum Ende tatsächlich zu schaffen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass Hartz IV sicherlich nicht das perfekte System ist. Ich habe das selbst erlebt, als ich Langzeitarbeitslose begleiten durfte, und ich habe es auch in meinem persönlichen Umfeld erlebt. Aber ich habe auch eins daraus gelernt. Der Hartz IV-Satz lindert die Arbeitslosigkeit, aber er hilft sie nicht, sie loszuwerden. Für Betroffene ist der Hartz IV-Satz nicht das, was sie wirklich umtreibt, sondern es ist die Perspektivlosigkeit, das Zählen der Wochen, Monate und Jahre bis zur nächsten Maßnahme oder bis zum nächsten Bewerbungsgespräch. Und mein Wunsch für die Zukunft lautet, dass wir verstärkt darüber nachdenken sollten, ob alles, wirklich alles, was wir in Hartz IV tun, den Betroffenen hilft, in Arbeit zu bringen. Das steht für mich im Vordergrund, auch für die Zukunft. Und ob das der Fall ist, daran kann man durchaus seine Zweifel haben. Einen Beleg gibt es, denn noch immer kann sich nur die Hälfte aller Mitarbeiter in den Jobcentern wirklich um die Probleme der Betroffenen tatsächlich kümmern. Und solange das so bleibt, haben wir noch jede Menge Arbeit vor uns. Und eine davon ist, heute diesem Gesetz zuzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.